Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Und wir machen jetzt die letzte Nebenquest. Oder zumindest denke ich, dass es die letzte ist. Und zwar die Exkursion, die Daten an den drei verschiedenen Punkten hier erfassen auf der Map. Und da gehen wir doch gleich mal los. Ich weiß bloß überhaupt nicht bei den Punkten, ob das jetzt oberhalb oder unterhalb ist von dieser Felsformation. Deswegen gehen wir jetzt erstmal oben lang und ich hoffe einfach mal, dass es richtig ist. Ich denke einfach mal, dass es richtig ist. Und sobald wir die Nebenquests abgeschlossen haben, besser gesagt, sobald wir alle Nebenquests abgeschlossen haben, die sich um Jerka drehen, weil ich da einfach die Story noch fertig machen möchte, das habe ich ja schon erklärt, in der letzten Folge, wer die vielleicht nicht gesehen hat, ja, da habe ich erklärt, dass ich die Quest auf jeden Fall noch fertig machen will, weil mich die Story einfach interessiert mit diesem Drecksack Lexander, denn dem möchte ich echt noch gerne das Handwerk legen, bevor wir hier von Tatooine abhauen. Und mit etwas Glück sind wir dann ja schon bald. Stufe 31. Noch ein Level fehlt uns. Noch ein Level fehlt uns, ja. Sand, Leute, lasst mich in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe. Ist ein Deal, oder? Ja, ist ein Deal, ne? Sehr schön. Oh, oh, und ich glaube, es ist doch unter... Halb oder doch nicht? Wo ist denn das jetzt? Moment. Es ist unterhalb. Oh nee! Ach komm, ernsthaft? Geht es nicht auch hier von hier oben aus? Sollen wir? Jetzt komm schon. Wenn das jetzt funktioniert, dann feiere ich's. Ich glaube, wir sollten eigentlich runter, aber es scheint zu funktionieren, so wie es aussieht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Ich probiere es nochmal, komm. Wir stehen doch mittendrin. Es muss doch funktionieren. Ich habe keinen Bock, da jetzt schon wieder runter zu gehen und dann wieder hoch und... Das ist immer so ein Hin- und Hergeeiere. Ach! Natürlich nicht. Okay. Dann machen wir halt erst die Sachen hier oben und gehen dann runter. Boah, manchmal ist es doch schon ein bisschen ein Krampf. Das mit dieser Ebene hier, das nervt mich schon ganz schön, aber mein Gott, ganz ehrlich, es gehört dazu. Wir sind immerhin in einem MMO und nicht in einem geradlinigen Shooter. Naja, ich sag mal nicht zu den ganzen Shooter-Kampagnen momentan, aber okay. Also zu den Kampagnen in Shootern, nicht zu den Shooter-Kampagnen, also ihr wisst, was ich meine. So, sind wir richtig, sind wir richtig, sind wir richtig. Wir sollten richtig sein, so wie es aussieht. Ja. Dass man da 12 Sekunden warten muss, ist schon ganz schön krass. In der Zeit schicken wir mal unseren Gefährten hier los. Ganz gemütlich. So, apropos, was ich noch ansprechen wollte. Mit dem Umskillen. Ich wollte mich ja umskillen. Ich habe mir auch schon ein Skilltree rausgesucht, wie ich das machen werde. Das Problem an der Sache ist, um umskillen zu können, müssen wir zur Flotte... Besser gesagt, wir könnten auch mobil umskillen, es kostet aber 200.000 Credits zum jetzigen Zeitpunkt. Und das war mir dann doch ein bisschen zu teuer, deswegen dachte ich mir, wenn wir sowieso nach Alderaan reisen, dann machen wir jetzt erst hier Tatooine fertig, reisen dann nach Alderaan. Besser gesagt, reisen dann erstmal zur republikanischen Flotte, skillen uns um und gehen dann nach Alderaan, wenn wir sowieso von hier weg müssen. Ansonsten finde ich das ein bisschen sinnlos, jetzt zur republikanischen Flotte zurückzukehren, dann... Wieder nach Tatooine zurück und hier wieder herreisen und bla, und es dauert alles viel zu lang. Deswegen dachte ich mir, komm, machen wir es lieber so. Das Abenteuer wartet. Ja, das Abenteuer wartet. Du sagst es, Taran. So, und wir scannen die Geo-Messwerte. Und 12. Yeah. So, jetzt ab auf den Varrektyl. Und... Auf geht's. So. Wo gehen wir da jetzt am besten? Oh, nee. Keine Imperialen jetzt. Habe ich jetzt... keine Lust drauf. Wompratte? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Widerliches, kleines Mistviech. So, und hier vorne scheint jetzt... Der letzte Punkt zu sein. Besser gesagt, der erste, weil es ja die erste Position ist. Kommen wir da rein? Jedi-Botschafter-Phase. Waren wir da schon drin?
Oder kommt es jetzt erst? Das würde ich natürlich feiern, wenn es hier direkt weitergehen würde. Oh nee, ernsthaft? Da stehen... Oh, natürlich stehen da Sandleute. Das gibt's ja wohl nicht. So, ich habe gerade sogar aus Versehen einen Screenshot gemacht, habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch weiter. So. Komm, wir hauen jetzt einfach rein. Ich habe keine Lust mit ganzen Tarnungs hin und her rumgemache. So. Wir werden eh so leicht mit denen hier fertig. So. Auf geht's. 12 Sekunden. Warum dauert es eigentlich so lange? Das ist eigentlich ganz schön doof gemacht, finde ich. Und wieso haben wir unser Lichtschwert noch an und lehnen uns das so über die Schulter? Das sieht ziemlich ungesund aus. Paula hier. Die Daten kommen rein. Sieht aus, als wäre es, was wir brauchen, aber... Ich empfange eine Energiesignatur in eurer Nähe. Irgendein Bauwerk, das für Langstreckensensoren getarnt ist. Sehe besser nach, ob dort irgendwas zu finden ist. Die getarnt... Es könnte nur eine Störung der Scanner sein, aber das bezweifle ich. Okay, die getarnte Anlage, da sollen wir jetzt also hin. Da müssen wir erstmal nach oben wieder, glaube ich. So wie es aussieht. So, und leider bringt uns diese Nebenquest ja jetzt nicht so viel... Oh, das wollte ich gar nicht. Die Nebenquest bringt uns ja jetzt gar nicht so viel... So viele Erfahrungspunkte. Allerdings, wir kriegen ja noch 103.000 Erfahrungspunkte für unsere Mainquest, die wir ja schon abgeschlossen haben und nur noch abgeben müssen. Auf unserem Raumschiff. Und das machen wir dann auch noch, sobald wir hier auf dem Planeten fertig sind. Und vielleicht sammeln wir ja bis dahin genug Erfahrungspunkte, um dann direkt aufsteigen zu können. Ich habe mir jetzt auch das Ziel gesetzt, ich mache die Aufnahmesession auf jeden Fall nicht länger, als ich brauche, um auf Level 31 zu kommen. Ganz einfach, weil ich jetzt nicht so viel Zeit habe. Aber schauen wir mal. Oh, ich will jetzt nicht mit denen kämpfen, die nerven. Besser gesagt, die nerven nicht, aber die bringen einfach so gut wie keine Erfahrung mehr. Weil wir einfach schon zu hoch gelevelt sind. Ich habe keine Lust, gegen so sinnlose Gegner zu kämpfen. Das zieht alles nur in die Länge und das will ich ja nicht. So. Hat mein Können gebraucht. Geradeaus durch die getarnte Anlage. Auch sehr getarnt. Dieser riesige Tunnel hier. Und anscheinend führt ein Fahrstuhl nach unten. Und da kommt er auch schon. So, wie sieht es mit den Gefährten aus? Noch 1 Minute 10, 2 Minuten 55 sind die beiden auch schon wieder da. Das ist gar nicht schlecht. So. Hoch das Ding. Drauf da. Und ab nach unten. Na auf. Sehr schön. Also das mit den Aufzügen, das hätten sie echt noch verbessern können. Vor allem in den Instanzen. Ich meine, warum braucht man da so einen Aufzug, der die ganze Zeit von selbst hoch und runter fährt? Man hätte doch einen mit einem Command-Button machen können, wo man einfach hinläuft, draufdrückt und sagt, ich möchte die und die Ebene. Und dann fährt er da halt hin. Zumindest würde das immer den Frust des Wartens ein bisschen verringern. So. So. Die hauen wir natürlich auch gleich alle weg. So. Druiden sind erledigt. Wie viele müssen wir erledigen? 10. Nee, Moment. 24. Na, danke. So, komm schon. Wir erledigen einfach, was wir alles erledigen können. Und dann schauen wir mal weiter. So, easy. Weg damit. So, Quaisen war gerade fertig, ich hab's gesehen. Zack. Archäologie. Du machst mir mal wieder hier ein bisschen Artefaktfragmente besorgen. So. Auf geht's. Und ja, ich weiß, wir könnten uns da durchschleichen. Ich hab's schon oft genug gehört. Aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ganz ehrlich, die Droiden oder generell die Gegner hier sind so lulli. Warum eigentlich? Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich eher mal auf einen Tree skille, der mehr so ein bisschen meinem Spielstil entspricht. Und zwar einem, der wenig auf Tarnung und mehr auf Kampf geht. Denn als Jedi-Schatten haben wir genug Kampfstile, die wir einsetzen können. Also genug Kampffähigkeiten, besser gesagt. Ich hatte mir sogar schon fast überlegt, auf dem Tree hier zu bleiben.
Wobei das eigentlich eher so der PvP-Tree ist. Wir spielen ja herzlich wenig PvP und ich will auch nicht so viel PvP mit dem Charakter spielen. Zumindest vorerst noch nicht. Vielleicht später mal, aber naja. Auch wenn wir jetzt nicht allzu schlecht sind im PvP, haben wir ja schon gesehen in der Special Folge 100. Zumindest ein wenig haben wir es gesehen. Für die paar Matches, die wir halt gemacht haben. Ich glaube nur zwei Stück. Aber trotzdem. Und zack. Zack, zack. Haben wir umgehauen. So, wir machen gleich nochmal. Ne, wir machen nicht Tresorkiste, wir machen mal Edelsteine. So, Tresorkiste machen wir auf. Stiefel. Danke. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir die hier umhauen. Der eine macht gleich wieder ein Schild um sich rum. Okay. So, schnappen wir uns den hier. Der ist zwar betäubt gerade. Ist mir aber gerade egal. Wir machen auf jeden Fall ihm mehr Schaden als dem anderen, weil der andere das Schild aktiviert hat. Und das bisschen Schaden, was wir durch den hier kriegen, das stecken wir ja locker weg. Wie man sieht. So. Dann gehen wir mal weiter. Und greifen gleich mal die hier an. Ah, natürlich. Okay, jetzt ist es egal. Komm. Aktivieren die halt alle ihre Schilder. Wir machen ihnen trotzdem Mega-Schaden. So, und Taran haut den Rest um. Ist auch super. So. Zeug mitnehmen. Und weiter geht's. Irgendwie doch schade, dass dieser enorme Fernkampf oder die enorme Fernkampfreichweite mit nur mit der Fähigkeit Telekinesewurf funktioniert. Also das, die Machtwirksamkeit mit einem Telekinesewurf kombiniert. Und dass wir keine Fähigkeit haben, die über eine ähnliche Reichweite geht, zumindest noch nicht. Aber wir müssen, wie gesagt, auch endlich mal wieder zu einem Fähigkeitenausbilder. Das wäre echt mal an der Zeit, glaube ich. So, da haben wir auch schon unser Ziel. Oh oh, wir kriegen gleich wieder Besuch. Komm, weg mit ihm, weg mit ihm. Und der Droide ist Geschichte. Sehr schön. Der andere, der marschiert da vorbei, ist mir gerade egal. So, Chaka, Energiesignalquelle. Das war's? Kehre zum Abgeordneten Fowler zurück. Na, danke. Das war alles. Einfach nur hinlaufen und... Boah. Okay. Ich beschwere mich nicht. Wir gehen zurück. Nehmen einfach mal die Schnellreise, dann geht's ein bisschen flotter. Und ich weiß, ich lasse hier Schrott liegen, aber mein Gott. Ganz ehrlich, das Zeug brauchen wir einfach nicht. Sobald wir mal auf den bisschen höheren... In den bisschen höheren Gegenden sind, sage ich mal, auf den höher leveligeren Planeten, dann bekommen wir eh bessere Gegenstände, die wir für mehr Geld verkaufen können, als den Quatsch hier. Von daher ist es eigentlich auch ziemlich egal, glaube ich, ob wir das Zeug mitnehmen oder nicht. So, aber jetzt erstmal rein hier, mal kurz die Buffs drauf machen und zurück zu Fowler. Da ist er. Es dauert noch ein paar Minuten, bis diese Scans verarbeitet sind. Hm. Was ist... Hey, seht mal, wer wieder da ist. Schlechte Neuigkeiten, Fowler. Die Datenanomalie war ein Chaka-Horchposten. Mist. Lexende muss ihn errichtet haben. Jetzt hat der Cyborg-Spinner unsere Daten. Chaka kann die verlorene Basis genauso leicht finden wie wir. Warum sollte es Sie interessieren? Chaka hat die Basis verlassen. Ist es denn so wichtig, ob Sie sie nun finden? Wir sind davon ausgegangen, dass Chaka uns von der Anlage fernhalten wollte. Vielleicht lagen wir falsch. Vielleicht wollten Sie haben, was Sie zurückgelassen haben. Gromiks Daten. Wir haben ein paar Dinge gesehen. Ja, anscheinend ist Chaka nicht nach Tatooine gekommen, um das Gerät zu bauen oder zu testen. Sie haben es hier gefunden, unter der Oberfläche. Ein Artefakt mit genügend Macht, einen ganzen Planeten auszulöschen, das einfach in der Wüste vergraben war. Aber woher kam es?
Wenn Cherka das Gerät auf Tatooine gefunden hat, wer hat es dann erschaffen? Ich weiß es nicht. Die Daten sagen nichts darüber aus. Wir wissen kaum etwas mit Sicherheit. Cherka hat das Gerät entdeckt. Sie haben es analysiert. Dann geschah irgendwas, das sie dazu gebracht hat, es zurückzulassen. Camus, hat der Computer die Scans schon mit Gromiks Bauplänen abgeglichen? Ja, anscheinend ist der Haupteingang ein paar Kilometer entfernt. Was ist mit den Türcodes? Es gibt ein paar Relais-Türme bei der Basis. Dort finden sich sicher eine Menge Daten, darunter auch die Codes und alte Kommunikationen. Mit den heruntergeladenen Daten aus den Relais-Türmen könnt ihr in die Basis eindringen und das Gerät zerstören. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Ich wünschte, wir hätten mehr Informationen. Wir wissen nicht einmal, was das Gerät bewirkt. Cherka hat es als Massenvernichtungswaffe angesehen. Das genügt. Seid vorsichtig in der Basis, falls sie Fallen zurückgelassen haben oder Lexende euch findet. Das genügt, Camus. Zeit, dass Profis die Sache übernehmen. So, Quest haben wir abgeschlossen. Zack. Ja. Bisschen Erfahrung haben wir ja bekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Dann Artefaktfragmente. Zack. Huch, da muss ich raus. So. So, jetzt gehen wir am besten mal zur Schnellreise und gucken mal, wo wir hin müssen. Moment. Zack. Ja, okay, das ist ja easy. So, besorgt die Entschlüsselungswerkzeuge. Und dann sollte auch die letzte Quest kommen, denn dann müssen wir ja in die Wüste. Und die Wüste ist ja das letzte Gebiet, soweit ich weiß. Wobei, stimmt gar nicht. Es gibt noch ein anderes, das PvP-Gebiet nämlich. Aber da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt hin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So, gucken wir mal. Gut, einfach den Hauptweg entlang. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. So, das sieht schon mal gut aus. So, und dann muss ich mir echt mal überlegen, was ich mache. Ob ich dann wirklich hier auf dem Tree bleibe oder dann doch eher den mittleren nehme. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht auch den linken, weil der mittlere ist halt wirklich mehr mit Tarnung. Und das Tarnung, also ich gebe es ganz ehrlich zu, es ist überhaupt nicht mein Ding. Also wirklich überhaupt nicht mein Ding. Deswegen glaube ich fast, es wäre sinnvoller, auf den mittleren Tree zu gehen. Aber mal schauen, bis zur nächsten Aufnahmesession weiß ich es auf jeden Fall. Wirklich. Zumindest sind wir mit der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall mal mit Tatooine fertig. Und hier haben wir auch die Entschlüsselungswerkzeuge. Sehr schön. So, danke sehr. Und untersuche den ersten Relais-Turm. Der ist da unten. Okay. Ich denke, wir begeben uns jetzt mal auf Lexanders Spur. Und ich hoffe, dass wir ihn finden. Den guten Lexander. Der Cherka Corporation. Der Firma, mit der wir es schon so lange jetzt zu tun haben. Und die uns immer ein Dorn im Auge war. Und umgekehrt natürlich auch. Denn wir sabotieren ja ihre Versuche oder generell, was sie einfach auf den ganzen Planeten anrichten wollen, wo es denn nur geht. So, zack, zack. Verdammte Sandleute. Und die sollen eine der ältesten Spezies überhaupt sein? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Für ihren niedrigen Technologiestand. So, zack. Haben wir in einer der letzten Folgen rausgefunden, dass die Sandleute eigentlich so eine der ältesten Spezies sind. Zumindest hier auf Tatooine. Und ich kann es nach wie vor nicht so ganz verstehen, aber okay. Hier spricht Dr. Soprin. Wir haben unsere erste Katalogisierung der Artefakte in der Höhle beendet. Sie wurden auf über 20.000 Jahre alt datiert. Man sollte meinen, das würde die möglichen Erbauer eingrenzen, nicht wahr? Es gab zu dieser Zeit nicht so viele raumfahrende Völker. Aber ich kann keine Zivilisation oder Spezies finden, die zu diesen Merkmalen passen. Selbst Greed-Technologie ist nicht vergleichbar. Wie auch immer, Dr. Lerek und ich werden das Hauptgerät studieren und die kleineren Relikte den anderen zuweisen und sie zu beschäftigen. Hoffentlich stößt jemand auf etwas Brauchbares. Cherka wird mit diesem Zeug ein Vermögen machen, wenn wir das Geheimnis entschlüsseln können. Logbuch Ende. Okay, dann auf zum zweiten Relais-Turm. Das klingt ja richtig interessant. Und wer vor allem Knights of the Old Republic gespielt hat, der weiß, 20.000 Jahre zurück, ne?
20.000 Jahre zurück war die Zeit der Rakata, das heißt, die Zeit, als auch die Sternenschmiede erschaffen wurde. Oder zumindest sagt man das. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Gerät von den Rakata oder von einer anderen Spezies? Denn wir wissen ja auch, dass die Rakata viele Feinde hatten. Wer die Bücher gelesen hat, der weiß darüber noch mehr. Vor allem viele Feinde, die sogar zur Zeit der Episode 4, 5 und 6 und den Jahrzehnten danach noch aktiv sind. Und das nach über 20.000 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Aber naja, schauen wir mal weiter. Der zweite Relais-Turm.